Codemasters presents Action Studio Exercise. I fucking love this song. So who had a ray gun? Oh, fuck, Todd. Who? Ray gun. What? 40th president of the United States. Whatever, dude. Reagan had to deal with all this same stuff in the 80s. Insurgents trying to overthrow their governments. Back then, the Afghans went crying to the Russians for help. Facts. This pisses Reagan off so much, his boys whip up Operation Cyclone and use the CIA to arm and train the Mujahideen. One of these CIA-trained badass Lawrence of Arabia SOBs who kicks the Russians' asses out of Afghanistan ends up being Osama bin Laden. Oh, snap. Ah, das ist voll versetzt. Gerade wo du es gesagt hast, kam es bei mir instant. The entire Russian economy collapses and goodbye USSR. Now America has no more bad guys to fight. Oh, go America, it's your birthday. But in the meantime, Osama and his now well-armed Al-Qaeda brothers are screwing with everybody. Egypt, Algeria, hell, he's blown up half the Middle Eastern governments trying to create a unified Muslim country. But here's the thing, the people don't want it. Why? Don't know. Maybe they like their lives how they were. So he deems them all viable targets. He started blowing up his own fucking people? Man, that's fucked up. Yeah, that's why they're called terrorists, douchebag. So, Bush Sr. becomes President 41. Before we know it, he's balls deep in Kuwait fighting Saddam for the Saudis. This pisses Osama off so much, he starts mouthing off about Saudi Arabia. So the Saudis banish his ass. Sucks to be you. Now the dude's living in a cave in the hills of Afghanistan, and he's like, screw this noise, and calls down a jihad on all Americans. So it's fatwa on America and our allies. And what happens next? 9/11? Oh, shit. Give that man a gold star. Fuck you, bitch. The Marines are balls deep in Iraq, Afghanistan, and now this butthole. The war on terror's got a plug to pull on the septic tank of insurgents. This place is the drain stopper. I heard that. Every evil bastard that got banished, kicked out, had nowhere else to go, they came here. Anyway, it's the ETIM you really need to be worried about. The ETIM's carried out the suicide bombings along the Xinjiang border in China's backyard. They don't like anyone pissing in their cornflakes. China caught some of their leaders and executed them publicly via firing squad. The ETIM swears retaliation. And so they killed those Chinese athletes last year at the Olympics. So what do you think, Sergeant Kirby? You've seen the most action out of all of us. Back to Pendleton in what, 2 weeks? The insurgents are well trained and they've been fighting the PLA for a lot of years. So this is not going to be easy. There's no routes into the countryside to dig these cowards out of there, other than the ones we're gonna be blazing. I will say this, we're gonna see some motivating grade A hardcore action every Marine to give his left nut for. What the fuck? Welcome to Tajikistan, Alter. Live, würde ich sagen. Das ist die Grafik sah gerade beängstigend scheiße aus. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ohne Scheiß, Mann. Oh ja. Operation Flashpoint. Du nimmst aber gerade nicht auf, oder? Doch. Echt jetzt? Natürlich. Ja, aber warum? Warum nicht? Ich nehme alles auf. Echt jetzt? Ja. Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Okay, es geht los. Heilige Rohrkrepierer, was ist denn das für ein Haufen Scheiße in Tüten, den man mit dick Deck gestapelt hat? Nichts sagen lässt. Okay. Oh, warte, ich muss mal erst in meine Sensitivity, oder stellen. Kann man gar nicht. Doch hier. Vergebtätigkeit. Alter, okay. Ist auf jeden Fall strange. Alter, was geht ab? Wo bist du? Alter, die Sprüche. Alter. Oder ballern die schon? Oh, ich hab ne Claymore-Mine. Ich hab ein Fernungsmesser. Irgendwas anderes. Was machst du denn? Wo bist du? Bin hinter dir, warte doch mal. Ja.
Was ist das? Drücken Sie T in den Feuermodus. M14, Fernglas. M14. Also was hast du für ein Gewehr, zeig mal, DMR oder was? Alter, ist es mal so schlecht. Es fühlt sich gar nicht gut an. Das ist echt hart schwierig. Ohne euch einfach. Sammeln bei Knox. Knox. Ich bin glaube ich geduckt, oder? Oh oh. Was? Was? Hab ich dich getötet oder wen hab ich getötet? Nein, du hast ihn... Alter! Okay, next try, next try. Ja, auf jeden Fall. Was? Ich bin nur Zuschauer. Echt jetzt? Was? Einsetzen. Okay, jetzt bin ich da. Puh. Ich hab schon gedacht, jetzt bin ich verbannt. Warte, wir müssen uns hier den Dingens holen, ne? Was? Ach so, ne, ach so. Das ist hier. Alter, was bist du für ein Gruppenanführer? Ich ruf die ganze Zeit Unterstützung. Hallo, wo geht's hier hin? Idaho. Montana. Kopenhagen. 4668 Kilometer. Kopenhagen. South Dakota. Southam. Gibt's da auch Stuttgart oder sowas? Oklahoma. Steve's House. Komm hier jetzt. Idaho. Mir. Okay. Da kann ich nicht mehr aufstehen. Ich kann, wenn ich mich geduckt habe, kann ich mich nicht mehr aufstehen. Aufpassen. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich hab mich geduckt und kann nicht mehr aufstehen. Okay, mir geht's genauso. Boah, Nachtsichtgerät ist V. Was ist aufstehen? Hast du dich auch geduckt? Ja, Mann. Wegen dir. Erstmal in der Station da. ducken, Steuerung links. Aufstehen, aufstehen ist Leertaste. Nicht dein Ernst. Was ist für eine Kacksteuerung? Alles so strange, Mann, ohne Scheiß. Alter, wann können wir jetzt hier was töten, Mann? Ist ja kein Wunder, dass wir uns hier gegenseitig töten wollen. Ihr Schwachstrunner. Lade nach. Wo müssen wir jetzt hin? Sag mal an hier, Waffentraining. Eins, Waffe wechseln. Okay, wir müssen noch mit der Pistole rocken kurz. Gib ihm Uwe. Ich schieß sowieso beschissen als eure Omas. Was? Ich schieß sowieso beschissen als eure Omas, hat er gerade bei mir gesagt. Okay, sammeln bei Nox. Ja, Mann, ich schieß nicht mehr. Hier, Adi, hier gibt's Munition. Verwenden Sie Munitionskiste.de. Ich will mehr mitnehmen, ich will alles mitnehmen. Geht nicht mehr. Aber anscheinend müssen wir... Ah, doch, da. Ich kann noch einmal nachladen. Müssen sammeln. Ey. 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 Wow, Alter, was geht mir denn ab? Sie sollen sich mal raffen, Alter, sonst baller ich da gleich meine Ladung hoch. Ey, was geht? Es wird doch langsam Zeit. Jetzt geht's ab, direkt in die Scheiße, oder was? Guck mal, so ein Humvee, wie wir bei DayZ haben. Ich will so ein Humvee mit MG oben drauf. Meine Fresse, Bravo, ihr seid ein verfluchter Haufen Glückspilze.
Alter, die haben nicht mal Sprechding, nicht mal Sprechanimation, oder ich habe das voll leise gestellt. Also ich höre das, wenn der das, wenn der was sagt. Ne, ich hab's voll leise gemacht, glaube ich. Einsteigen. Warte. Wie geht das? Halte das, dann AA. Alter, ich kann die Leute befehlen. Ja, sag mal an, wie ich hier einsteigen muss. Kann. Hier, E. Hinten, du musst hinten. Allah. Alter, kann ich in die Options rein? Audio, Sprachausgabe. Also irgendwie ist das ganz cool, aber das, die Steuerung ist mega der Crap. Ja, mal sehen, wie es jetzt im Gefecht wird. Im Coop-Modus wird das Spiel nicht pausiert. Nicht dein Ernst. Boah, man hört dich fast gar nicht bei mir. Warum? Weil das Game einfach viel zu laut ist. Ja, ich hab's voll leise gemacht, deswegen. Du hast eine DMR. Verflucht, ihr seid erst einen Tag hier und kriegt schon einen Einsatz. Entweder seid ihr meine kleinen Glückspilze, oder das wird der schlimmste Einsatz seit der Stadt. Das ist keine DMR, die ich hab. Normalerweise braucht man Monate, das ist eine M14 EBR oder sowas. Also entweder pfeift ihr jetzt die Hymne des Marine Corps aus eurem Hintern, oder ihr verpisst euch. Scheiße, ihr solltet euch geehrt fühlen, mit mir hier überhaupt dienen zu dürfen. Habt bei der Musterung wohl das Goldticket des Monats gezogen oder so eine Scheiße. Alter, kann der auch mal die Fresse halten? Alter, halt die Backen, Mann. Ich, ey, so, ja, Mann. Sobald wir aussteigen, baller ich dem erstmal eine Kugel in die Fresse, Mann. Zu verdammten modernen Samurais. Verlasst euch drauf, Mädels, da kümmere ich mich drum. Für alle Hirnathleten, die in der Vorbesprechung nicht zugehört haben. Profit ist unsere Aufklärungsabteilung. Und die hat das Funkgeschnatter der Aufständischen abgehört. Wir sind den ganzen letzten Monat über die Grenze geströmt wie die Ratten und sie nutzen den roten Fluss als Navigationshilfe. Sie nisten sich in der ganzen Gegend ein wie die Kakerlaken und unsere Aufgabe ist es, den Kammerjäger raushängen zu lassen und diese Landflage auszuräuchern. Dieses Bataillon wird das erste sein, das nach Tadschikistan reingeht. Und wenn es nach mir geht, werden wir auch die letzten sein, die da wieder rauskommen. Entweder tot oder lebendig, man muss uns nur den Befehl dazu geben. Die Tadschi wissen, dass wir hier sind und sie mögen uns nicht. An die Mörserangriffe müsst ihr euch gewöhnen. Es gibt nichts, was ihr dagegen machen könnt. Das sind keine organisierten Angriffe. Sie sollen uns nur stören. Meistens sind es nur irgendwelche Jungs von den Bauernhöfen in der Umgebung, denen man $5 und eine AK in die Hand gedrückt hat, damit sie in unsere Richtung schießen. Sobald ihnen die Munition ausgeht, laufen sie zurück in ihren Ziegenstall. Das Problem ist, dass die Mohnernte dieses Jahr gut war. Unser Feind hat gut verdient und kann sich viele AKs kaufen. Alter. Da wird's wohl richtig scheiße regnen. Washington markiert zwar gerne mal den Dicken, aber diesmal meinen sie es ernst, oder Staff Sergeant? Wollt ihr den Krieg ganz allein gewinnen, Alpha? Ihr habt schon genug Scheiße wegzuschaufeln, ohne dieses Dorf. Aber wenn ich meine großzügigen 5 Minuten kriege, lasse ich euch vielleicht bei meiner Invasion mitspielen. Oh mein Gott. Kann man jetzt... Wann ist das zu Ende? Na Mann. Ich bin hier immer noch im Zwiespalt zwischen sieht total abgefuckt aus, aber sieht irgendwie total cool aus. Haben wir Feuererlaubnis, Death Sergeant? Die Spielregeln lauten, feuert auf jeden Messer, der aussieht, als habe er eine Waffe, ein Funkgerät oder auch nur ein Handy. Klingt vielleicht hart, aber diese Sackratten pfeffern uns seit einer Stunde mit Mörserfeuer zu. Und jeder Typ mit einem Handy könnte ihr Artilleriebeobachter sein. Wenn ihr also nicht gleich am ersten Arbeitstag hier ins Gras beißen wollt, haut rein. Nett. Ja, dann gib uns doch mal... Irgendwas, worauf wir schießen. Jetzt wird eh gleich ein Humvee abgeschossen von uns oder so. Ja, genau. Das ist doch typisch. Also okay. Bringen Sie Ihre Leute auf das Gelände und gehen Sie in Deckung. Los. Storm the front. Rüber da und zu einem Laufschritt, los! Mit Granatwerfer kriegt man die Tür jetzt kaputt. Okay. Keine Zivilisten in der Nähe. Steckt, wir spielen gerade voll das kranke Spiel. Also gut, richten wir uns auf Ärger okay. Ein. Das ist voll krank. Schaut rechts nach, was ihr findet. Bravo links. Alpha kommt mit mir. Okay, sind unterwegs. Mike, was sind wir? Alpha oder Beta oder Gamma oder? Was? Alpha in Stellung und bereit, Death Sergeant. Red Beta, was ist Red Beta? Oh, du meinst, ich kann nicht abschießen? Ja. Nein, du probierst es nicht. Ja, aber welche Einheit sind wir? Was sollen wir tun? Okay, da ist eine Flagge. Wir gehen einfach dahin. Ja, wir müssen hier hoch. Man kann nicht mal springen. Das sind welche, Mann. Oh Gott, Uwe. Erledigt. Kein Stress. Alter, warum schießt er auf mich? Geht's ihm zu gut?
Wie kann man Granaten werfen? User disconnected from your channel. Alpha, Charlie, vorwärts, bewegt euch! Ja witzig, die schießen auf uns! Wie kann man hier springen? Springen! Schnell da vorne! Erledigt. Oh nice. Ich möchte einen anderen Typen wählen, Uwe. Erledigt! Alter, ist das schlecht, Mann! Was mich richtig aufregt, ist, dass du nicht rennen kannst und gleichzeitig, boah, gib mir mal Deckung, ich guck jetzt, wo man sprinten, wo man springen kann. Ich glaube, man kann einfach nicht springen. Ist echt so, Mann, es ist so behindert, das Spiel, ohne Scheiß. Das ist wieder so ein typisches... 25 Meter, Süden. Jetzt weiß ich, warum das, okay, sieht aus, als wäre die Party hier zu Ende. Von, Bravo, die Tachis sind ruhig gestellt, das Dorf ist sauber. Bei mir, wow. Mann, bewegt eure Ärsche hierher. Ja, Mann, ist echt so wie das ein typisches Spiel, was im Video total geil gemacht wird. Und wenn du es jetzt spielst, sieht es so behindert aus. Nein, deswegen hat es in Steam auch von den Nutzern nur eine 56 bekommen. Okay. Jetzt gucken wir mal, wie es so weiter aussieht. Wie ist dein Scharfschützengewehr? Ist das wenigstens da cool, oder? Nein. Ich bin MG. Bestätige, Outlaw, Häuptling, oh, wir müssen wieder zurück. Genau, ja, Mann. Was für eine Scheiße ich leben muss. Ich spiele hier den Babysitter für euch, während die Invasion ohne uns losgeht. Bravo, ich schlage vor, sie beeindrucken mich zur Abwechslung mal. Outlaws, auf. Ah, wir sind Bravo. Trupp, hier, sammeln. Bist du das neben mir? Wow. Feuer einstellen, das sind unsere Jungs. Alter, hoffentlich erschießen die dich jetzt. Kannst du mich wiederbeleben? Alter. Was ist... Leute, wo bin... Oh, ich kann deine Waffe wenigstens aufheben. Bist du da? Warte mal, einsetzen, Zwangsaufstellung. Warte mal, jetzt check ich das mal ab hier. Was hat's denn da noch für coole Leute? Verpisst euch endlich in die Humvees. Okay, ich nehme den. Einsetzen. Ich kann jetzt irgendeinen anderen Typi nehmen quasi. Boah, was? Ich wollte den anderen! Der hat doch ein Scharfschützengewehr gehabt. Verpisst euch endlich in die Humvees! Okay, verpisst euch endlich in die Humvees. Ich hab jetzt deine Waffe, Uwe. Finde ich das okay? Wo ist deine? Ich hätte gerne mal das Scharfschützengewehr ausprobiert. Ja, warte, check aus, check aus. Aufsitzen, rein in die Humvees, wir fahren los. Das liegt hier. Ey, oh nice. Oh nice, Visier. Läuft. Ja, ne? Okay. Einsteigen. Wir müssen los, aufsetzen. Truck, sprengen Sie rein. Okay, muss ja, die stehen vor dem Humvee und ich muss ihnen noch befehlen, dass sie einsteigen. Bei der Operation Enduring Shield geht es darum, das zu Ende zu bringen, was wir in Afghanistan begonnen haben. Oh, überspringen, Uwe. Wie geht es? Mach, ich will den Scheiß eh nicht hören. Nein, passiert nicht. Jetzt daran. Es gab zwei Optionen. Plan 1, warten bis die Faschisten... Jetzt muss ich dem wenigstens nicht angucken, wenn er die ganze Zeit rumschreit. Ich guck mir die Landschaft an. Oh ja, High-End Graphics. Ja, Mann. So, und wenn du ins Weite guckst, sieht's gar nicht so schlecht aus. So mit den Autos und alles. Und an sich ist die Grafik auch nicht so scheiße, aber... Geht, ja. Es ist halt... Die Details sind halt scheiße. Also die Details auf die Steuerung und alles. Auch irgendwie auf die... Den Schusseffekt ist alles voll schlecht und keine Ahnung. Da hättest du dir lieber Borderlands 2 holen können. Nein. Muss mal danach der DayZ zocken oder CSGO. Ja. Selbst CSGO hat ein besseres Schussverhalten als das Spiel. Aufpassen, Marines, wir überqueren jetzt die Grenze nach Tadschikistan. Yay, Action! Ich sehe da gar keinen Unterschied. Mann, das ist echt geil. Das ganze Bataillon ist auf dem Kriegsfahrt und greift überall Ziele an. Alpha Charlie, Luftanhalt. Nur weil der Rest des Bataillons über diese Straße gefahren ist, heißt das nicht, dass sie auch sicher ist. Also Augen auf beim Hosenkopf. Und einfach so eine Granate jetzt fallen lassen in dem Auto. Ja, die Aufstände in Afghanistan sind eine Pest und diese Pest breitet sich jetzt über die Grenze aus. Und jetzt warten wir darauf, dass den Politikern irgendeine scheiß Ausrede einfällt, uns da reinzuschicken. Sonst geht die ganze verfickte Region hier hoch und auf Witzenvolltreffer in der Latrine. Ich rate euch, baut keinen Scheiß mit mir oder... Alter, wie kann der nur so viel Scheiß am laufenden Band labern? Was euch hier draußen passieren kann, wäre ein Bauch. Kann ich nichts machen. Dann kennt ihr mich aber noch nicht. Ich reiß euch eure Hintern bis zum Stehkragen auf, dass ihr euch wünscht, ihr werdet lieber dem Kirchenchor beigetreten.
Nett. Also wenn ihr uns immer den Bauch schießt, reißt er uns das Arschloch auf. Okay. Findet ihr das fair? Sollen wir den gleich abknallen? Das ist unverhältnismäßig. Nein, ich weiß nicht, wo wir dann wieder einsteigen. Der guckt so grimmig. Der ist rechts neben dir, ne? Ja, ich guck den gerade an. Ja, wow, okay, da ist es. Da ist es, echt. Ja, jetzt lass uns raus hier, ihr Lappen. Wo? Ja. Oh, jetzt renne ich hier weg und jetzt müssen wir uns sammeln, oder was? Ja, klar. Alter. Ja, hoffentlich stirbt er dabei, Mann. Ach, scheiße, springen ging ja nicht. Ich orte Bewegung, Infanterie, 100 Meter. Wenn sie bewaffnet sind, habt ihr Feuererlaubnis auf die Schweinepriester. Ich denke, wir haben auf alles Feuererlaubnis. Südwesten, okay. Dort. Wo sind die? Ach, lol, Südwesten. Alpha, nehmen Sie Charlie mit. Verteidigungslinie einrichten, rechts bei den Ruinen. Bravo, links das Gleiche. Vielleicht verdient ihr euch heute noch den Ehrentitel Marine. Gewehrschütze, 200 Feindkontakt, Feuer! Boah, ist die langsam im Kimmel und Korn, Alter. Zielobjekt ruhig gestellt. Erledigt. Boah, es spritzt da Blut, Mann. Ich glaube, ich muss den Typ mit dem MG mal eben töten. Gewehrschütze, 75 Meter, Südwesten. Steck mir ein Gewehrschütze! Haltet den Verteidigungsring aufrecht, ich brauch Zeit. Feuer! Alter, ist das behindert. Also das Geilste ist ja einfach nur dieses Blutspritzen, ja? Tropf, halten Sie diese Bam! Da ist das ein G von unserem Tübi. Ja, nice. Also das Handling ist voll scheiße von dem Gewehr, gell? Alter, ich treffe die nicht. Alter, ist die Maussteuerung behindert, ohne Scheiß, Mann. Kann ich da durchschießen wenigstens? Gewehrschütze, 75 Meter, Westen. Wenn du normal schießt, dich bewegst, geht die Maus total schnell. Und wenn du dann ins Visier gehst, ist es voll langsam. Erledigt. Gewehrschütze, 25 Meter, Nordosten. Was für eine Scheiße. Aber ich muss sagen, der Sound vom Schießen und dieses Blutspritzen ist enorm witzig. Oh, ja. Aber das war's halt auch schon wieder, ja. Handling ist ultra abgefuckt. Ever. Alter, was macht der da hinten? Das ist es nur, wir machen jetzt so. Der hüpft, so, Alter, wie so eine Robbe. So Schnäppchen, ne? Wenn es doch mal sowas gibt, ne? Und wir reviewen die einfach so. Ja, Mann. Wo bist du? Weiß ich nicht. Da bist du. Wow. Wallah! Idiot, das sind unsere! Du hast einen Beinschuss kassiert. Ja, tu mich mal helfen. Tu mich mal helfen. Verwunden in Sorgen. Alter, Beinschuss. Halt sie. So ein Wichser, Alter, wo war der? Ich will den töten. Ich kann eh drücken zum schnelleren Verbluten. Lol. Wer macht das? Du presst da wahrscheinlich so dein Bein auf. Ja, Mann. Alter, wo ist jetzt der Lappen? Ich will den hier mal die Leviten lesen. Ich will ja nichts sagen, aber es könnte durchaus sein, dass ich das war. Ich hab genau gesehen, wie du auf mich zielst. Na? Bravo, aufsetzen! Wo bist du? Nein! 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 Ach, der Penner schießt mir ins Bein! So, warte. Ich mach mal Sperrfeuer, ja? Aber nicht auf mich. Los, bewegen Sie Ihren scheiß Arsch in den Transporter, Marine! Muss dafür Stellung wechseln. Sollen wir den echt jetzt abschießen, den Typen? Einsatz fehlgeschlagen, noch ist gefallen. Okay, ich glaube, das war's für die erste Runde. Ja, okay. Oh mein Gott. Man hätte darauf definitiv mehr machen können. Auf jeden Fall.
Grafik ist, sag ich mal, wäre okay. Also Blutspritzen und alles und so diese. Man muss sagen, das ist von 2011. Schussgeräusch sind schon witzig auf jeden Fall. Grafik könnte ich jetzt auch ohne Probleme mitleben. Handling ist ultra schlecht einfach nur. Oh ja. Und das dürfte eigentlich nichts mit dem Alter zu tun haben. Für 49 Cent jetzt definitiv kein Fehlkauf, aber ja, müssen wir mal austesten, was da noch so funktioniert. Krass. Dieser Schnäppchen, wa?